Hallo und herzlich willkommen hier bei The Knife Pub und zum zweiten Teil des Knife Talk XXL. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch den selbstverständlich gerne hier. Ein Knife Buddy war hier zu Besuch im Pub und hat zwei Peli Cases voller Messer dabei gehabt. 26 Kilo, um genau zu sein. Das muss man erstmal schaffen. Den ersten Teil habe ich letzte Woche Sonntag hochgeladen. Den zweiten Teil gibt es jetzt. Und ich lasse euch auch gar nicht lange zappeln. Wenn ihr auf gar keinen Fall den dritten Teil verpassen wollt, und das kann ich euch sagen, das lohnt sich richtig, dann abonniert doch einfach The Knife Pub, haut die Glocke an und verpasst nicht, wenn das Video online geht. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Das erste Messer, was du dir gekauft hast, es erinnert mich stark an meins. Meins ist leider gerade nicht da. Aber ja, das ist das Erstes gute Walter. Taschengeld, erstes Messer. Das hat auch mal einen Clip gehabt. Den habe ich auch zu Hause noch liegen. Den habe ich aber gestört, den habe ich abgeschraubt. Das Ding klappert, Ja. weil der Pin locker ist. Mir fehlt die Axialschraube komplett. Ich kann es nur noch zweihändig öffnen. Das ist noch schlimmer. Ja, was soll man sagen? Es ist fest. Es läuft schlecht. Yep. Es ist recht scharf. Ich habe es nachgeschärft. Es ist schwer, es ist klobig, aber es ist Nostalgie. Genau. Das ist das Das Messer war immer im um Preisrahmen um die, ich sag mal 20, 30 20 bis 30, Euro je nachdem, wo du es maximal. gekriegt hast, genau. Bei Franconia gekauft, das weiß ich noch. Bei Ja. Franconia in Dortmund gekauft. Immer wichtig. Ich glaube, das haben viele von uns. Ein geiler Flipper, Der die Flipper geht Action nicht. ist, Nein. ja, Nein. es ist einfach schön. Wie du schon sagst, ist Nostalgie. Es ist nur Nostalgie. Das haben wir alle Ja, das irgendwo, ne? bleibt auch in dem guten Koffer, weil es einfach Nostalgie Das ist. gehört dazu. Ja. Na, der Liner Lock steht perfekt. Er steht, ja. Ich glaube, wir können dazu gar nicht viel Sinnvolleres sagen. Nein, Hat aber fast jeder ja. und ist aber auch, ist nicht schlecht. Nein, was mir nämlich auch, das Messer habe ich jetzt wirklich, seitdem ich sammle, und es wird auch viel benutzt, man sieht es ihm ja an, Ja. und es hält immer noch. Ja, wird's auch. Es hält immer noch, es geht nicht kaputt, und ganz ehrlich, das spricht einfach auch dafür. Für den Preis zum Einsteigen kann man jetzt mal blöd, man sollte keine Messer verlieren, weil man nicht weiß, wer Ja, es findet. ja, Aber wenn es weg ist, ist es weg. ja. Also jetzt nicht mehr, jetzt hat es einen Wert für Ja, dich, aber als ja. es neu war, ne? Dann ist es so. Ja. Leider mittlerweile, was man jetzt für 20, 30, 40 Euro kriegt, übertrifft das ja um Welten, Ja. was jetzt CVV anbietet. Egal wer, Völlig ja. egal, da Hier kann man nicht direkt mehr. QSP Penguin. So, das ist ganz eine andere Welt. Kann damit nicht mithalten, Nein. war aber auch eine ganz andere Zeit, da gab es das Ja, nicht. genau. Ne? Also nicht für uns auf Nö, jeden Fall. genau, Ja. genau. Aber für damals war das der heiße Auf jeden Fall. Das hat jeder. Hat jeder. Ich habe es als Tanto sogar schon. Scheiß. So, next. Das kommt mir bekannt vor. Also nicht genau das, ne? Opas Messer. Opas Messer. Sehr schön. Ich habe mein Äquivalent, glaube ich, auch hier. Ich darf nicht zu viel spoilern, weil ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet zum nächsten Advent oder übernächsten, ich bin mir noch nicht ganz sicher, mal meine Sammlung anschauen dürfen, wenn ihr denn da Bock drauf habt. Aber ja, genau, wie du sagst, Ja, das erinnert schwer daran, ja. ne? Das hat man einfach mal gefunden oder bekommen. Hast du es Bekommen, bekommen? bekommen Du hast es sogar tatsächlich. bekommen. Ja. Und dementsprechend, das ist eins der wertigsten Messer in der Sammlung. Das, Nicht preislich, nein, nein. aber, Das ne? ist das Klempnereimesser aus den 80ern Ja. ungefähr. Und es funktioniert halt. Es ist wirklich, wirklich nichts gut. Also, ne? Aber Es ist, was es ist. Wir alle ja. kennen es Ja. und der emotionale Wert ist einfach, der ist einfach Das da und genau. unbestreitbar. Das macht man auch nicht sauber, ne? Ich habe es nachgeschärft tatsächlich. Ja, nachgeschärft, aber nicht sauber, ne? Nein, es Ja. ist Rasiermesser scharf. Cool. Mehr auch nicht. Ja, okay. Ich habe nämlich noch das liebevoll, den liebevollen Schliff da drauf. Ja, Den Opa-Schliff. man sieht den liebevollen Opa-Schliff hier aber Ja, noch an manchen genau. Stellen. Also der ist auch Ja. wichtig, der bleibt auch, weil Ja. ich werde es eh nicht tragen, Nein, groß, nein, ich werde es nein. nicht mitnehmen. Nein. Mega. Ja. Ja, das nächste, was hier auf den Tisch kommt, haben auch viele oder alle von uns mal Ja. gehabt oder haben es noch. Ja. Opinel. Geht immer, oder? Also. Das ist so ein, keiner mag's, aber alle hatten es mal oder werden es haben oder oder was werden auch es immer. haben. Genau. Man kann auch einfach schwer was dagegen sagen. Das, Es, ne, das bleibt dabei. ja. Inox hast du, sehe ich schon. Ja. Ja, okay. Ich habe zu Hause noch irgendwo das ganz Standard mit Buchenholzgriff und Carbonklinge. Das liegt irgendwo in der Kiste und das sind halt die ganzen Stainless-Varianten Ja. mit Olive und Nussbaum und halt das Explorer. Explorer mit Wellenschliff und Signalpfeife Das und ist wichtig. genau. Auch eins der wichtigsten Messer in der Sammlung. Absolut.
Absolut. Das sind, ich glaube, das habe ich selber gekauft, das habe ich geschenkt bekommen als Kind Ja. damals noch und das habe ich auch geschenkt bekommen. Ja, die Und Klassiker. damit sind sie geblieben. Geht immer. Ja. So, nach Opinel bleiben wir schlank. Genau. Was ist hier los? Ich glaube, das kennt auch fast jeder, ne? CEO heißt es einfach, oder? Genau. Von CRKT. Genau. Erste Oh, Generation. oh, da ist es. Ja. Das klassische Anzugmesser, so wurde es Ja. immer angepriesen, Genau, ne? genau. Das war, das habe ich mir damals sogar noch aus Amerika rüberschicken lassen, als es in Deutschland nicht verfügbar Vom Blade HQ war. oder? Von einem Freund, der Ah, mir okay. sowieso was geschickt hat, dann hat er Cool. das mitgeschickt. Ja, super. Das war halt noch vor der Zeit, als es mit Flipper rausgekommen ist und in Ja. verschiedenen Formen. Carbon. Nee, tatsächlich ist es FRN nur in Carbon-Optik. Carbon-Optik. Also ganz, ganz billig tatsächlich. Ja. Aber funktioniert. Kann man nicht meckern, ne? Ist halt Super Dress. schmal. Ja, genau. Ja. Und passend dazu, das ist wirklich, das habe ich mir auch vor einer ganzen Zeit mal gekauft, gar nichts Besonderes. Das auch als Frontflipper. Passt von der Klingenform. Passt Ja, von der Art. it's a match. Ist schlank, genau. Ist auch, ich glaube, 9CR, also wirklich nichts Besonderes an Stahl. Ja, 9CR18, Ja. ja. Ja, mein Ist Gott. so. Aber wie du schon sagst, der Aufbau ist ähnlich, es passt Genau, irgendwo zusammen. genau. Hier hast du natürlich ein Framelock. Ist irgendwie auf so einem Schmalmesser richtig schön, ne? Also finde ich Ja, persönlich. ja. Hat was. Ist, glaube ich, sogar firmenlos oder markenlos. Ja, steht nichts drauf auf Das jeden habe ich Fall. irgendwo auf Amazon bestellt. Aber es geht, es So, hält. nur vom Feeling her, also es ist es glaube ich nicht, aber so damit man sich grob was vorstellen kann, hat so ein bisschen Tucson-Flavor. Ja, Ne? So ja, ein bisschen. ja. Nochmal ist es glaube ich Nee, nicht, ist es, glaube ich, nicht. weil die ja dann auch eher mit Titan arbeiten. Hier Ja. zerlegt es gerade mein Haus, aber ich glaube, es war jetzt nichts Schlimmes. Aber dann kann Genau. man sich grob was Ja, vorstellen, was hier so auf dem genau. Tisch liegt. Ne? Das ist dafür, dass es so klein ist, recht schwer, Hm? weil es halt Stahl Genau. Construction ist, Ja. komplett. Aber Ist auch nichts Schlechtes. es ist nichts Schlechtes, es ist nichts Tolles. Es hält einfach. Genau. Ja, Vater und Sohn. Oder was Genau. sagst du dazu? Genau. Was haben wir? Name weiß ich nicht. Doch, Recon One Micro steht drauf. Name wissen wir. Recon One. Das Recon One ist ja ein ganz bekanntes oder eins der bekanntesten Folder von Cold Steel. Und dann bauen sie halt auch die Micro-Variante, Weil das auch wieder wichtig weil ist. das auch wieder wichtig ist. Das Yep. ist für viele so ein Keychain, so ein Schlüsselanhänger für einen Ja, kann ich mir Schlüsselbund. vorstellen. Ne? Da Ja. passt das gut hin. Traurigerweise wieder nicht legal zu tragen in Deutschland, Yep. muss man fairerweise jetzt auch sagen. Ist ein Backlock, hat den Triad-Lock, wird wahrscheinlich ultra robust sein. Ja. Ganz günstig, ganz einfach. Und musste sein. Und passend dazu der Ja. Bruder, Demco Design Formax. Das Ein bunter fürs, Hund, ne? ja, Also. für das Formax von Demco selber hat es leider nicht gereicht. Dann hat es ja glücklicherweise auch von Cold Steel den Serienbau gegeben. Ja, da ist auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Nein. Wer das kennt, der kennt's. Ja. Das ist wieder ein typischer Panzer. Ja. Richtig schöne Details, muss ich sagen, die man auch nicht unbedingt nur von Cold Steel gewöhnt Ja, ist. genau. Ne? Wo man auch mal überrascht war, positiv. Da hat diese Zusammenarbeit auf jeden Fall auch Genau, ihre Spuren genau, hinterlassen. genau. Auch hier so. Das Ne? Also. ist halt noch aus den Zeiten, wo Cold Steel wirklich in den Foldern auch richtig hochqualitativ gearbeitet hat. Man muss jetzt hier auch sagen, es ist ja nicht von Cold Steel gebaut, das ist ja von Genau, Lion Steel ja. gebaut. Das Merkt steht man auch. ja nicht drin, Ne, aber ist steht nicht drin. es, Ja, ne, okay. ist es aber. Ist in Italien ja auch gebaut, steht ja nochmal auf der Klinge. Genau, Italy, ja. Titan Liner, Titan Clip, 20 CV Stahl. Ja, das war eine Erfrischung, auf jeden Fall, ne? Und einfach groß. Ja. Groß, schwer, dick. Und Passt, Demco. ja. Für mich war die Haupt. Ich wollte einen Demco Formex haben. Und die liegen ja jenseits der vierstelligen Zahlen im Ja. Rahmen. Da ist das, glaube ich, ein Ding, was gut tut. Genau. Für Kopf und Seele. Und man hat auch Genau. immer noch. Ja. Also hätte Cold Steel das jetzt zum Beispiel alleine gemacht, dann wäre das nicht so Nein, schön nein, rausgekommen. nein. So, das passt genauso, wie es geworden Ja. ist. Schön ist Ne? ja jetzt auch, Cold Steel hat er ja jetzt den 5 Max Mhm. rausgebracht vor. Ich glaube, die droppen jetzt in naher Zukunft droppen die. Das ist ja nochmal der größere Bruder davon, der aber leider dann ja, ich habe ihn nur mit schwarzer Klinge gesehen und dann Ist nicht deins. ist er Ja, raus. zieht sich durch. Ist Ja, nicht deins. genau. Hierbei war es okay. Für ein Keychain war es okay. Alles klar. Ja, hier doppelt Ja. sich was. Findest du das so gut, das Piet? Oder wie sieht's aus?
Ich hab, hast du im Knife Pub gesehen, das Review, so, und dann musstest du zwei kaufen. Genau. So war's. Nein, es ist ja wirklich ein schönes Messer, ein günstiges Messer, ein Preis-Leistung wirklich passendes Design. Auf jeden Fall. Auch dieses Voxnest-Design sieht man wieder ganz markant. Absolut. Und das liebe ich, dass der ein Design baut, was erschwinglich ist. Genau, auch, ne? Genau. Und ich habe sie beide geschenkt bekommen, im gleichen Jahr zu Weihnachten. Beide Personen wussten nichts davon. Ich hätte auch eins wieder von, verkaufen macht man ja nicht beim Geschenk. Genau. Ich habe sie beide behalten. Ich finde sie beide ganz schön. Ich habe es halt doppelt jetzt. Man kann auch nichts dagegen sagen. Nein. Das ist ein super Messer. Nein, absolut. Und was reiht sich hier noch ein? Das Pilar das der war ersten ja mal Generation. Nix. Darf ich das mal nochmal versuchen, bitte? Hier, das müssen wir ja mal. Schwierig irgendwie. Schwierig mit der Hand. Ja. Erste Generation. Erste Generation. Ja. Wie viele gibt es? Vier oder fünf schon? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es, ich habe es irgendwann den Überblick verloren. Ich habe das noch in Amerika damals bestellt, weil es hier nicht gab. Mhm. Es gibt auf vier, fünf, was auch immer. Finde ich persönlich schön, ja. Wenn eine Marke auf die User eingeht. Ich glaube, da ist ja wirklich auch viel dann von den Kunden beeinflusst worden ins Positive. Mhm. Und ich glaube, das Pilar hat sich auch wirklich weiterentwickelt, kann man sagen. Ne? Es ist ja hier sehr schwer durch diese Vollstahlkonstruktion. Ja, auf jeden Fall. Da bietet Flytanium ja schon ein paar Möglichkeiten an, das auch mit Titan noch weiter ein bisschen leichter zu machen. Ein bisschen humaner zu machen. Weil für die Größe ist es sehr schwer. Ja, zu schwer, ne? Das stimmt. Es ja. hat, es, ich weiß nicht, was es wiegt, aber es wiegt zu viel für das, was es dann... Ja. Ne, die Klinge ist zu dick, der Stahl ist zu schwer, es ist einfach unhandlich. Es war eine nette Idee, aber es ist cool, dass sie sich entwickelt hat. Ich finde es aber auch irgendwie schön, wenn man dann noch eine erste Generation hat, dann sieht man noch irgendwie, wie sich das entwickelt hat. Ja, ja. Ansonsten, mein persönliches Empfinden zu der Zeit war CRKT für mich auch noch richtig perfekt, was Preis-Leistung betrifft. Hat sich geändert, ist Geschmackssache, muss man auch klar sagen, Dinge sind teurer geworden. Aber in der Zeit hätte ich jedes zweite CRKT-Design so wegkaufen können, einfach weil es mich gecatcht hat. Ja, das stimmt. Ne? Für den Preis dann. War ein No-Brainer meistens. Das stimmt. Das hat sich leider geändert. Ja. Macht nix. So, und jetzt sehen wir den Grund dafür, dass du N96 nicht leiden kannst. Ja. Was haben wir hier? Den Namen weiß ich wirklich nicht mehr. Es ist ein Friction-Folder von Fox mit halt N96. Den habe ich mir damals günstig auf Amazon gekauft. Mhm. Ich wollte es scharf bekommen, ich habe es nicht geschafft, der Stahl hat es mir nicht ermöglicht und seitdem meide ich N96 okay. tatsächlich. Okay, hat es dir madig gemacht. Irgendwie schon, das Messer ist ganz schön, ich finde es auch ganz schön. Mag. Ja, ein bisschen komisch, also es ist nur ein persönliches erstes Gefühl, wenn ich hier das Jimping nutzen will, um meinen Daumen reinzulegen, dann arbeite ich hier gegen das Messer, das ist irgendwie ein bisschen unglücklich gelöst, aber an und für sich... Es ist klein, es ist niedlich. Ach, ne? Ja. Es ist wirklich nichts Besonderes. Nee, aber es ist ja mal was anderes. War das dein erster Friction-Folder? Ja. Ja, war okay. der erste und letzte tatsächlich. Der erste und letzte. Ja, ich. Hat es dir mehrere Sachen verdorben? Nicht nur den Stahl, sondern auch das Friction-Folder sein, ja. Es gibt ja auch qualitativere Friction-Folder. Es gibt ja auch Friction-Folder, die besser funktionieren. Das ist auch jetzt sehr leicht eingestellt. Ja, ja. Das ist. Zum Spielen nett. Ne? Ja. Das gibt so ein kleines Leertäschchen dazu, wenn man die Tasche nehmen will, möchte. Aber nichts Besonderes. Einfach. Wirklich nichts Besonderes. Man muss den Daumen wirklich hier hinten hinlegen, um es überhaupt nutzen zu können. Ja, genau. Das fand ich ein bisschen schade gelöst. Ja. Also nicht so cool gelöst auf jeden Fall. Ja, aber was soll's, ne? So, jetzt musst du nichts mehr sammeln, was N96 hat. Das hat auch positive Seiten. Ich habe seitdem keins mehr gekauft. Perfekt. Ja, jetzt kommen wir zur Marke, die man natürlich immer hat irgendwie. Es sei denn, man sperrt sich extra dagegen. Ja. CVV Knife, ne? Ja. Dein erstes CVV hier, das Odium, denken wir gerade, heißt es, ne? Genau, das hatte ich mir damals gekauft. Ich hatte vorher das von Wii, das Malice, das Ferrum Forge Design und habe das dann leider irgendwann gehen lassen und dann kam das da von CVV raus, war preislich natürlich super erschwinglich wieder. Klar. Von der Größe wirklich schön, weil es vorne mal diese große Choil hat, was ja bei Ferrum Forge ganz markant ist und damit hat es das eigentlich prima ersetzt. Ich fand es recht schade, dass das Messer, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, das hört man. Ein ganz kleines bisschen Lockplay hat. Nicht links nach rechts, sondern wirklich hoch runter. Das ist ein bisschen schade. Das lässt sich auch nicht, auch wenn man es wirklich mit Kraft, das bleibt. Schade. Bleibt leider so. Ja, wie du sagst, das ist schade. Ja. Aber auch selten. Also
Ich hatte es danach, das war das erste und letzte Messer, wo ich das jemals hatte. Danach nicht nochmal. Ja, schade drum. Aber es hat mir Civivi nicht vermiest. Ja, warum auch? Ne? Schwierig. Ja. Aber es ist interessant zu sehen, dass es das trotzdem gibt, weil, ne, das spricht ja mal wieder für die Menschen, die Civivi nicht so gut leiden können. Ich persönlich mag Civivi, habe sowas noch nie erlebt bei denen, aber es gibt es auch da. Ja. Ne? Auch nur Fertigungsfehler, wie überall sonst. Ja, das Elementum, Genau. machen wir den Kurzdurchlauf. Wenigstens eine Tanto. Wenigstens eine Ne? Wenigstens Tanto. Tanto, minimal auffallen. Genau. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich kein Elementum haben. Auch nie hatten. Ich habe es geschenkt bekommen. Oh! Ich habe es geschenkt bekommen mit Messinggriffschalen. Das fand ich ganz schön, weil es gibt ja nochmal eine ganz andere. Das Ja, ist das hat was. richtig, ne? Ja. Also, ich finde diese Kombination aus Messing und Tanto, Ja. die Ja. ist voll in Ordnung. Genau. Nichts gegen das Elementum. Das Es ist mir zu Elementum, perfekt. es ist halt so ultra schlicht. Ne? Das Normale jetzt. Genau, Das ja, genau. Normale ist zu schlicht. Und das ist auch ein Messer, das hat jeder. Ja. Nicht, dass man jetzt hier krass seltene Messer hat, die, also Ja. du schon, ich eher nicht, die wirklich niemand hat, Ja. aber das ist wirklich Ja, wie ja. ein Schweizer Taschenmesser. Absolut. Ne? Nein, Also nein, das hat hat das. seine Daseinsberechtigung, aber das ist auch okay. Ja. Und dann haben wir eins, das ja, nachdem es, glaube ich, nicht mehr gab, sehr beliebt geworden ist, wenn ich mich Das recht entsinne. war mein erstes, Ja. tatsächlich. Ich glaube, es heißt Appalachian Appalachian. Drifter, glaube ich, ne? Ich glaube, der Drift, ich weiß nicht, ist der Drifter der Flipper oder Oh ist ja, das das auch kann schon? sein. Nee, das Das kann auch weiß sein, ich dass nämlich das nur nicht. das Appalachian ist. Ja. Das war das erste, was ich damals gekauft hatte. Ultra schön. Es sieht viel schöner aus für den Preis, den man dafür bezahlt. Gerade mit den Carbon-Bolstern vorne. Ja, das ist schon nice. Da gibt es viel, ne? Das wirkt viel teurer, als es dann in echt ist. Ja. Und es ist zufällig konform. Ist ja auch gar Es nicht ist so konform, unpraktisch, ne? genau. Und ja, definitiv. Das ist so eines dieser wenigen Modelle, wo ich auch gesagt habe, wenn, dann musst du die volle Hütte nehmen, weil es dem auch einfach wirklich ganz furchtbar gut steht, ne? Und hier zahlt man für volle Hütte kleines Geld. Ja, Das muss man absolut. auch sagen. Ja, Ich Gott sei weiß den Dank. Preis nicht, es ist eine ganze Zeit her, aber Nee, das hat nicht wehgetan. nein, das hat Für nicht das, was man wehgetan. dann da bekommt. Ja. Ja, ist gut, dass du einen Schweizer hast, Ja. den du nicht mitnehmen darfst, ne? Genau. Ja, das ist super praktisch. Denn das hat einen schönen Liner-Lock, oder was? Ja, Ne? genau. Ein Liner-Lock. Ja, super. Muss Das man haben. Einzige, was ich nicht so ganz klassisch Schweizer Taschenmesser fand, war das. Und das darf ich nicht mitnehmen. Ja, So. nee, aber du hast es. Ja, drückt oben auf das Logo von der Marke tatsächlich, drückst da drauf. Oh ja, guck mal. Da haben sie sich was ausgedacht. Die Für haben James sich Bond. was ausgedacht. Was es dann illegal macht. Genau. Aber auch ein bisschen interessant. Für Ja. ein Schweizer Taschenmesser wenigstens, guck mal. Du So. kannst einfach immer sagen, du hast einen besonderen Schließmechanismus oder so. Ja, komm. Deshalb bleibt muss im Koffer bleiben. Ja, ist geschenkt. So, die nächste Trilogie ist auf dem Tisch. Genau. Was haben wir hier? Kubi, fangen wir mit an. Weißt du, wie es heißt? Nein, tatsächlich nicht. Das ist ganz schlicht und einfach auf Amazon zu finden. Unter Kubi Knife Unter wahrscheinlich. Cube Knife, genau. Sehr Hat einen sehr häufig. starken Detent. Ja, den fand ich jetzt nicht verwerflich. Genau. Interessante Klingenform auf jeden Ja, Fall. genau. Modified Harpoon Whatever. Wancliffe. Ja. Ja, gut, Harpoon Notch, mehr oder minder. Ja. Ist ein Kubi. Kann man, glaube ich, nicht viel. Hat für den Preis einen Titanclip, das fand ich ganz Oh cool. ja. Das war zu der Zeit, wo ich es gekauft habe, gar nicht so normal. Gar nicht so gängig. Mittlerweile hat es ja jedes dritte Messer einen Ja, Titanclip. das stimmt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht normal. Ansonsten Liner Lock D2 Stahl. Ultra basic. Ne? Ja, Standard. ganz basic. Genau. Next one. Dazu hast du was zu beichten. Das war eigentlich mal ganz schlicht und grau, Ja. wie jedes Titanmesser auch. Und da haben die Anodisierversuche begonnen. Aber es ist nicht so schlecht. Es ist okay. Es ist okay geworden. Irgendwo wurde dann die Spannung der Batterien weniger und dann Ja. hat es da weniger Farbe abbekommen. Ist ein Tucson. Ist auch, den Namen weiß ich nicht. Das war ganz Ja, basic damals. Tucson 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Das findet man ja oft wirklich dann anhand der Nummern Genau, heraus, ne? ja. War ein Wong-Design. Ja. Ich glaube, es ist die 2-Stahl. Und Ja, steht drauf, voll genau. Titan, die 2 mit Designer, preislich völlig in Ordnung. Finde ich nämlich auch. Also ich Ja. hatte ja ganz zu Beginn des Kanals super alt, mal eine komplette Sammlung von einem Freund von mir hier, der hatte 6 bis 8 Tucsons. Ist es in Ordnung? Was die preisleistungstechnisch bieten können, ist gut. Ja, Es genau. ist halt aus China. Es ist zum Reinschnuppern vielleicht mal irgendwie, Genau, ne? genau. Also mich turnt es tatsächlich nicht mehr an, Nein. aber ich finde es halt geil und jetzt gerade bei dir,
du hast dann halt so analysieren geübt. So, ne? Und du Mhm. hättest wahrscheinlich damit nicht angefangen, wenn das jetzt, was weiß ich, was für ein Messer Ja, gewesen wäre. genau. Und für sowas ist es dann vielleicht am Ende auch super Absolut. gut, Ja. ne? Und nicht schlecht rausgekommen. Nee, Und jetzt absolut. hast du schon gesagt, eigentlich passt es gar nicht so gut dazu, weil es ein Nee. bisschen teurer war. Real Steel. Das war das Real Steel Harrier mit dem Carson Design. War damals limitiert. Ich weiß gar nicht, auf welche Stückzahl mit 204P, also mit dem chinesischen M93 oder amerikanischen, jetzt weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, 20 CV war der amerikanische und das war der chinesische. Und Carbon-Einlagen. Auch spannend, ne? Hier so Auch gegroovt, aber trotzdem noch genau. richtig rausstehend. Genau. Und auch, ich habe es mal einmal auseinandergebaut, nachdem ich es Ja. irgendwann aufbekommen habe, weil das gar nicht so einfach ist. Das sieht man auch irgendwie, dass man das nicht machen Ja, sollte. es gibt ein Tool dazu, extra passend Ja, mit okay. der Lieferumfang dabei, aber die Schraube hat sich nicht gelöst. Okay. Ich habe es dann Loctite ohne irgend, Ende, genau, oder? ich habe es dann irgendwann aufbekommen und von innen ist das wirklich interessant, weil das System mit dem Kugellager, das hat lose liegende Kugeln da drin. Das ist recht schwer tatsächlich, Ja, das ich mit dem versuch's. Thumbstud. Ne, ich Ja, lasse es. Hast du recht, das ist ja. sehr schwer, aber das, da habe ich fast Kugeln verloren, das ist gar nicht so einfach, also lieber zulassen. Lieber zulassen. Lieber Und sich zulassen. über diesen wellenförmigen Framelock irgendwie Ja, freuen. genau. Hat was. Genau. Ja. Auch die Rückenansicht ist irgendwie spannend durch diese Pins, die noch da Ja, drin sind. wow, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Es ist ein gibt, spannendes Messer auf jeden ja, Fall. es gibt einen kleineren Bruder davon. Der ist einfach von der ganzen Dimension ein bisschen kleiner. Und das ist der große Bruder, der Harrier. Finde ich cool. Also Ja. habe ich so auch noch nie gesehen, muss ich Ja. sagen. Auch gar keine schlechte Action, ne? Es Also läuft sehr wirklich schön. nicht. Es läuft sehr schön. Wirklich kein schlechtes Genau. Teil. Und es klingt, irgendwo hat das noch Einlässe in der Klinge, deshalb klingt das, hat das hier unten da einmal einen Klick. Ja. Ja, Naja, ja, zwei ja. Klicks. Ja, hat was. Nicht schlecht? Habe ich Ja. noch nie gesehen. Ich denke, das wird den Stefan sehr freuen. Ne? An dieser Stelle viele Grüße an dich, Stefan. Hattest du doch schon mal? Erzähl doch mal was dazu. Also wir sind uns sicher, diese Einlässe sind wegen der Sicherheit da. Ne? Also wenn ihr noch eine andere Idee habt, gern her damit. Aber hier kann man die einmal ganz kurz sehen. Hat was. Vielleicht hat das ja sogar einen Zweck, den ich nicht verstehe. Ja, zweimal Böker. Ein Stout-Design, wie du gerade sagst. Was älter, denke ich mal, ne? Bisschen. Oder gar Bisschen, nicht so alt. bisschen älter. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es her habe tatsächlich. Ich habe es irgendwann, ich glaube, gebraucht gekauft. Ich bin mir Okay. aber gar nicht mehr sicher. Und Besonderheit. es hat eine sehr schöne Es Action. läuft, aber Ja, richtig. richtig schön. Es läuft auf Teflon Washers. Ein bisschen größer hier. Ja. Und dafür Dafür sehr, sehr schön. rennt das wirklich, ne? Ja. Leider Vollstahl, also wieder recht schwer. Ja, gut. D2 Stahl auch wieder Nichts Besonderes in nichts dem Sinne. Besonderes, Ja. genau. Ein günstiges Stout-Design, Ja. was man sonst eigentlich eher seltener bekommt. Hat was. Ja. Und Das zweite Böker, sonst keins in der Sammlung außer die beiden. F3.5 Genau. Watsoness, ne? Ja. Auch das eher in der Ja. Budget-Linie unterwegs. Genau. Also mittlerweile auf jeden Fall. Jetzt gerade, glaube ich, im Sale. Ja, so unter 50 Euro mittlerweile. Dafür dann auch in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, für mehr ist es dann schon wieder Ja. Nee, nee, nicht nee. so knusprig, Nee. ne? Es läuft sehr schön, Ja. wenn der Framelock gerade nicht auf der Klinge sitzt, wie man gerade, wie du es merkst, wenn du es gerade entriegelst. Aber dafür sonst ist es zu fest. Also es ist Ist zu irgendwie, doll. ja. Also von Drop Shut ist das meilenweit Ja, es geht so entfernt. weit, Das solange der ist Finger da ist, geht's genau. und dann ist es Ja. vorbei. Ja, mein Gott. Ja. Ne? Aber sagst du selber, also das sind deine einzigen beiden Die Böker. einzig beiden Ja. Böcke. Da bleibt es leider, glaube ich, auch erstmal bei. Jeder, wie er mag. Jetzt eins deiner absoluten Lieblingsmesser. Nein, also das hast du gerade gesagt, selber auch wieder in diesem Lottoladen gekauft, ne? Ja, Wie das Nighthawk. ja. Und das hat dich wahrscheinlich einfach angesprochen, abgeholt. Für mich als 14-jährigen Jungen war das das Messer. Das war super. Genau. Das ist gerade so an das rangekommen, was man sagt, war eine akzeptable Größe. Ja. Super Deep Carry Clip. Ja. Mega geiler Liner Lock, steht super geil. Action ist brutal. Ich glaube, das für einen 14-Jährigen hast du dir das super ausgesucht. Das fand ich damals auch. Musste sein. Der QR-Code verrät eigentlich schon, was das ist, ne? Genau. Oberland Arms Titan Sepp. Ein legal
führbarer ganz genau. Folder. Genau. Ne? Ist für alle interessant. Ich denke aber, das ist auch wieder so ein bunter Hund. Müssen wir jetzt gar nicht viel zu sagen. Nein. Deine persönlichen Gedanken dazu? Ich finde den Klingengang etwas schade. Er läuft recht schwer. Ich habe es selber auseinandergebaut und auch wieder gereinigt und nochmal und die Platinen poliert und die Klinge poliert. Alles gemacht. Hat was Hydraulisches fast. Ja, ich hätte es mir gewünscht, dass es noch ein bisschen sauberer läuft. Okay. Weil wenn du es lockerer machst, wird die Klinge auch lose. Ja, das wollen wir auch nicht. So ist ja der Stand gut. Ja. Perfekt. Ja. Aber sonst wirklich super. Ja. Wirklich. Durch den QR-Code auch nachweisbar. Guter Klingenstahl, M390, voll Titan, beide Seiten. Das Design hat was, die Handlage hat was. Das Design ist schlicht, genau. Das ist ein Messer, das packt man aus, das fällt keinem auf. Das ist nicht... Obwohl es groß ist, fällt, trägt es nicht zu dick auf. Mich stört ein bisschen, dass der Clip genau in diesem Cutout von dem Frameblock endet. Das heißt, da bleibt die Hose immer dran hängen. Ist ein bisschen unnötig, vermeidbares Problem das irgendwie. Das ist ärgerlich, genau. Ja, aber sonst schön stramm. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst mit dem Klingengang. Genau. Hätte einfach mehr Spaß gemacht wahrscheinlich. Hätte mehr Spaß gemacht. Aber ansonsten eine sichere Bank. Ich hätte es gerne gehabt ohne Blackwash. Mhm. Ich hätte es gerne komplett stonewashed. Ja. Das geht aber nur, wenn man sich die Carbon-Variante kauft. Dann ist die Lockside und die Klinge in stonewashed, aber halt eine Carbon-Seite. Und ich wollte halt voll Titan. Aus verständlichen Abstrichen zu machen. Niemals. The one and only Benchmade und nicht nur das. Auch das einzige mit dem Beat. Ja. Sag selber, warum hast du den so geschmückt gerade, den Klapper? Passend zu Halloween habe ich ihn montiert. Er wird auch bald wieder uns verlassen. ich bin kein Freund von Beats. Okay. Ich habe ein, zwei Beats mir sogar gekauft, mal auf Messen. Mhm. Und die liegen jetzt so im Schrank. Ja. Die sind. Ich bin lieber ein Freund davon, das ohne alles zu haben. Und dann passen sie besser in den Koffer und dann sind sie schön in der Hand. Auch verständlich irgendwo. Ja. Ja. Genau. Erzähl mir was. Das ist natürlich an sich ultra, ultra schlicht das Standard-Benchmade-Bugout, was man kaufen kann. Also auch kein besonderer Stahl, auch ein S30V. Mhm. Ich habe es so gekauft mit Flytanium-Griffschalen. Und ich wollte es immer mit Titan haben, weil die normalen blauen, ist es G10 oder ist es FRN? Das weiß ich nicht mal. Finde ich, die sind halt einfach, die sind halt billig. Das macht das Messer günstiger, das ist klar. Aber so macht es. Ist ein cooles, ein cooler Gesamteindruck irgendwo, ne? Also das muss ich schon sagen. Ja. Das Gewicht ist wirklich lächerlich jetzt. Es ist wirklich. Ja, das ist schon cool. Gerade weil auch dieser Stahl-Insert wirklich nur von hier diesen Bereich abdeckt, der ganze Rest so ist. So viel wie es muss. So viel wie es muss. Genau. Genau. Blaue Standoffs drin. Genau. So ein kleiner Farbtupfer noch. Ja. Hat schon was. Läuft auch gut. Es läuft also wirklich schön. Das kann man nicht anders sagen. Nein, absolut. Wenn man schon so eins haben muss unbedingt, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich. Ja. Schönes, auch wenn es Plain Jane ist, natürlich. Ja. Ne? Der eine oder andere langweilt sich darüber, ich nicht. Ich finde das ganz nice, auch mit dem schönen Clip. Und auch zum Spielen. Also ja. Das habe ich so oft einfach nur in der Hand, um damit zu spielen, weil es Spaß macht. Ja, das läuft aber auch wirklich sauber, ne? Muss man schon sagen. Ja. Da kann Flytanium, also ich persönlich habe jetzt nicht 1000 Sachen davon, aber ich habe noch keinen mitgekriegt, wo die Teile wirklich scheiße verarbeitet waren oder nicht gepasst haben. Das läuft eigentlich immer mindestens genauso gut wie ab Werk das Messer, kann man so sagen. Wir haben hier schändlicherweise ein CRKT vergessen. Ja. Deshalb kurzer Nachholbedarf. Erzähl. Das ist Thai Design BT Fighter, also Brian Thai Fighter. Das Messer gibt es ja so auch als Custom von Brian Thai selber. Dann ist es halt nicht mit FAN und auch ein bisschen anderer Klingenstahl und Custom von ihm. Bezahlbar leider. Nicht bezahlbar. Ja. Das ist ganz einfach. Es gibt einen großen und einen kleinen Bruder, das ist der große Bruder. Und du tendierst auch eher zu den großen Brüdern, ne? Wenn ich dir das einfach mal so attestieren darf. Ich bin eher so der Fan von den größeren, schwereren Messern. Ja. Aber für den Preis und dafür, dass es ein Buttonlock ist. Stimmt, ne? Und es ist auch ein schön laufendes Buttonlock. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Ist das in Ordnung? Das ist völlig in Ordnung. Ja, hat was. Und die Ergonomie ist super, wenn man das mal richtig in die Hand nimmt. Du musst es nehmen, wie es kommt. Es ist dir vorgeschrieben, aber es funktioniert. Und das kann CRKT meiner Meinung nach generell ganz gut. Ja. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jeder kennt es, das Minimalist. Genau. Es funktioniert, weil die Mulden sinnig aufgebaut sind. Ja. Also die sind an einer guten Stelle, in einer guten Tiefe. Ja. Funktioniert einfach. Not macht nicht nur erfinderisch, sondern hat auch manchmal was ziemlich Cooles zur Folge. Erzähl doch einfach mal, wie das hier passiert ist. Ja. Sagen wir es einfach mal. Sagen wir mal passiert. Also ich ein bisschen eskaliert. Bin ein riesen Demco-Fan. Ja.
Als sie damals dann mit dem 8020 oder schon in Design bei Cold Steel rausgekommen sind, dann mit den Custom-Sachen, wollte ich sie haben und habe festgestellt, ich kann sie mir nicht leisten. Oder ich finde sie nicht. Die in Ja. Deutschland, die zu finden, ist halt schwierig. Ja. Ich will nicht sagen unmöglich, aber zu frechen Preisen kriegt man sie. Genau, die laufen dir nicht zu. Genau. Und dann hat Cold Steel natürlich auch noch aus der damaligen Designzeit Eigenmittel rausgebracht. Das 8010, das 8015. Haben wir beide gekauft und war mit beiden unzufrieden, weil sie halt die Serienproduktion waren, weil sie genau einfach Goldstilig verarbeitet waren. waren und so wollte ich sie nicht. Und dann habe ich halt selber angefangen und habe sie so Ich nehme umgebaut, dir das mal kurz weg, ja dass du klar, Platz hast, ne? so umgebaut, dass ich dem Original, dem Custom, so nah wie möglich komme. Das heißt, ich habe dann das Branding komplett runtergemacht, habe dann die Klinge poliert, habe das G10 poliert, habe das ganze Innenleben poliert, habe die Thumbstuds abgerundet, dass das immer freundlicher für die Hand wurde und bin jetzt, ich warte immer noch auf Alex Krämer, dass er endlich das Ding regrindet, aber er sagt mir seit einem Jahr oder seit anderthalb, er hätte keine Zeit. Verdammt. Als hätte der irgendwas zu tun. Ich traue mich schon gar nicht mal, ihn zu fragen, ob er jetzt endlich mal einen Regrind davon machen kann. Weil ich hätte es gerne als Flatgrind, Ja, okay. was aber schwierig ist, weil nicht so viel Platz nach oben ist, den originalen Schliff runterzubekommen. Aber für jetzt. Hat's nichts mehr mit dem Cold Steel zu tun, Genau. kann man eigentlich sagen. Ne? Genau. Also, wie es läuft, ist wahnsinnig. Ja. Und ich gucke mal, ob man hier im Close-up vielleicht noch mal so ein bisschen was sehen kann, wenigstens von der Arbeit, die du da reingesteckt hast. Das hat nichts mehr mit dem Ding von der Stange zu Nein, tun, genau. einfach. Ne? Ist schon Das, geil. Also, ist schon cool. Bist auch ja. stolz drauf, Ich hoffe bin, ich. auf das bin ich auf jeden Fall richtig stolz. Ja. Einfach weil es halt auch vom Messer her so gut in der Hand liegt und so schön ist und Ja, ist Wahnsinn. Und die Action ist jetzt halt auch echt. ja. Man muss ein bisschen auf seine Finger Ja, achten. das ist eine Guillotine. Ne, absolut. Einfach bei dem Gewicht. Und Ja. dann ist dir noch was passiert, kann man Ja. sagen. Ist das halbwegs zeitgleich abgelaufen, oder? Das war davor sogar Ach so, noch. das war davor. Das Okay, war das hier ist quasi davor. Nummer 2. Genau. Ja. Und da ist es noch mehr aus dem Ruder geraten. Das war auch mal ein Cold Steel 8015. Und da kann man auch zu Recht sagen, war, weil da ist nicht mehr viel von Nein, übrig nein. eigentlich, ne? Das ist noch die originale Klinge. Die habe ich dann Handsetten Rub umgewandelt. Auch wieder die Thumbstuds neu gemacht. Dann habe ich mir von einem Freund Titan-Griffschalen fräsen lassen. Natürlich. Die habe ich dann getumbelt. Habe dann noch so ein Yoke mir bestellt auf einem von einem ehemaligen Klon, sage ich mal, den dann komplett umgefräst, um diese Texture zu bekommen, die halt auch manche Customs von Demko haben und dann wieder alles poliert, alles neu zusammengefügt, die Feder hinten gekürzt, weil diese Cold Steel Federn sehr stark sind und dann ist das wirklich schwierig, das schön fidgety zu haben, Hardware poliert, ja, und dann hat alles zusammengesetzt und seitdem ist das halt Das ist lächerlich. Es unverschämt. ist lächerlich. Ne, ich habe es gerade auch in der Hand gehabt. Klar, wenn man den Mechanismus noch nicht so ganz verstanden hat, ist es ein bisschen schwierig. Aber das ist lächerlich, wie das läuft. Also das Ja. ist. Ne, auch hier versuche ich jetzt noch mal ein bisschen im Close-up, vielleicht wenigstens noch mal annähernd deine Arbeit hier so ein bisschen rüberzubringen. Das ist wirklich wahnsinnig. Ne? Und wenn man dann überlegt, wie viel Zeit das gekostet haben muss. Da Also, saß. das ist ja das Schöne, das macht einem dann Ja, ja auch ja, Spaß, wenn ja. man schon so bescheuert ist, ne? Und sowas macht. Aber das Ergebnis kann sich halt auch wirklich mehr als sehen lassen. Ne? Also, das ist. Da saß ich Wochen dran an dem Ding, Das wirklich. merkt man dann aber Ja. auch. Ne? Was findest du cooler? Jetzt nur was raus. Also, Ergebnis. Ja. Ich finde beide mega cool Ich und es ist finde, auch schwer, sowas zu werten. ja, Ne? Verstehe mich absolut. nicht falsch, aber. Ich finde beide cool. Ich finde das hier, zwei Sachen. Ich finde das hier cooler, weil es dem Original näher kommt, Ja. weil man sieht hier halt dann doch schon, dass das noch die Liner mit drin hat. Die könnt ihr auch rausnehmen, die Stahlliner. Ja. Ist es nur so halt noch schwerer und noch dicker in der Hand, was ich Genau. schön fand. Leider haben die Original-Demcos nicht diese Schraubenköpfe. Die haben die flachen mit Demco drin. Okay. Das heißt, man sieht den beiden an, es ist kein Demco. Klar. Ich finde das schöner, weil es im Original näher kommt. Okay. Ich hätte sehr gerne von OG die Titan-Griffschalen gehabt, die sie ja jetzt, sag ich mal, rausgebracht haben, die aber leider momentan nicht nach Deutschland verschicken. Okay. Sonst hätte ich die schon lange und hätte die auch montiert.
Gibt es aber leider gerade Aber auch nichts. so, also ich finde das Ergebnis auch am G10 ist wahnsinnig. Ja. Ne? Also ist schon sehr, sehr schön. Also ja. kannst auf beide meiner Meinung nach kannst du auf jeden Fall stolz Ja. sein. Und mir wäre es auch schwer gefallen, jetzt einen Favoriten zu picken. Aber hätte auch sein können, dass du sagst, der Umbau hat mehr Spaß gemacht oder so. Ja. Ne? Aber ja, verständlich deine Wahl auf Ich jeden Fall. bin aber noch aktiv auf der Suche nach einem Originalen. Ja. Also das Demcore AD15 kommt auf jeden Fall irgendwann auch in die Sammlung. Egal wie, egal wann, Egal wie, egal wann. du bist ready dafür. Wenn das in Deutschland Ja. sinnvoll zu kaufen ist, dann wird das Ja, gekauft. perfekt. Ja. Ja, ihr seht die Zero-Tolerance-Sparte, die wir hier auf dem Tisch jetzt haben, die wirft schon längere Schatten. Das liegt daran, dass wir jetzt schon ein paar Stündchen hier dabei sind. Wer Ja. hätte es gedacht, das kann was dauern. Ja. Fun Fact, du hast es gesagt, als du deine Koffer gepackt hast, ungefähr 26 Kilogramm hast du mitgebracht, ne? Ohne oder mit Koffer? Mit Koffer. Mit Mit Koffer. Koffer Also zum Glück. inklusive der Pelicases Ja. haben wir hier einen EDC ja, in der Ja. Schlachtzahl 26 Kilogramm. Ja. Zero Tolerance. Ja, Wo ging's los? Wo hört's auf? Wo, ne? Was Wo ist. ging's los? Das würde mich jetzt tatsächlich, falls du es noch auf die Reihe kriegst, auch in zeitlicher Reihenfolge Das ist eine sehr interessieren. gute Frage. Es ging, glaube ich, hiermit los. Okay. 0452, glaube ich. Nee, 50. 50, 04, okay. 0450. Das ging los. Das war der Anfang. Das habe ich mir damals zusammen mit einem Para 2 gekauft. Kombikauf. Kombi, war tatsächlich ein Kombikauf, gleicher Typ, zwei Messer. Das war das erste, das war das erste, das war das erste für mich Made in America. Das war das Okay. erste amerikanische Messer, so in der Form mit dem Para halt. Sinkevich. Sienkiewicz Design, genau. Und seitdem wirklich ein super schöner, schlichter, kleiner Flipper. Auch hier noch cool, ne? Ausgeschrieben, Ja. eingeprägt. Ganz oldschool halt. Ja. Ne? Dann haben sie immer wieder andere Varianten rausgebracht, mit Carbon, mit Sondereditionen. Und es ist aber so schlicht am schönsten, Ist fand schon ich cool, dann. ja. Ja, da merkst du halt, ne? Ja. Ja, es Geil, ist, also da. ja. Da gab es mit Detent Ramp und sowas, das gab es noch nicht. Nee, das war noch nicht. Ja. Hier auch noch einfach nur mal ein kleines Detail. Ich weiß, der ein oder andere von euch, der das hat, ne? Alte Schule ist zum Beispiel jetzt ein CT, das ich noch nicht in der Hand hatte. Deshalb für mich auf jeden Fall enorm spannend, auch was sich da getan hat, Ja, ne? Aber trotzdem auch damals schon geile Messer gebaut. Kann man nicht anders absolut, sagen, ne? absolut. Also das ist schon Ja. sehr, sehr schick. Das Carbon hatte die grünen Standoffs, Standoffs, ja. genau, und das Volltitan halt die roten. Cool. Und ich glaube, danach müsste ich jetzt überlegen, Tiger Stripe. Nicht das Tiger Stripe? kam, glaube ich, später. Ja, Ich okay, na glaube, gut. oder war es das? Man Ich weiß es glaube, nicht. es waren die beiden hier. Okay. Ich glaube, das hier ist ja eigentlich auch assisted. Da habe ich die Feder ausgebaut, weil ich Weil das. nein. Nein, weil Ja. nein. Ja. Da ging die Hinderer-Phase los. Ja. Da ging die Hinderer-Phase los. Das war das Günstigste, was man damals bekommen konnte, wenn man ein Hinderer-Design wenigstens möchte. Einfach. Stahl, G10, Hinderer draufstehen, Hinderer draufstehen. fertig. Das war damals die Hauptsache, dass Hinderer draufsteht. Ja, kann ich Alles. absolut nachvollziehen. Wenn man da einmal in diesem Rabbit Hole drin ist, dann will Ja. man erstmal was haben. Ja, Ich habe dir gerade genau. schon was gezeigt. Ja. Nochmal, ich will nicht zu viel vorwegnehmen von meinem eigenen Video. aber ich kann das absolut nachvollziehen. Auch zufrieden damit? Also hast du es auch geused tatsächlich? Weil es sieht so. Geused habe ich hier von nix. Ach, davon gar nichts. Nein, Okay. nein, Zero nein. Tolerance Ich habe ist. die alle im Koffer gehabt. Ich war zufrieden damit, weil es erstmal so die Hinderer, das ja Das das Markante mitgebracht hat. Bedürfnis Ja. gestillt hat, aber es hat dann leider nicht aufgehört da. Ja, Und das ist ja ja. für die meisten so eine Ja. nette, Ja. auch sehr Nette. gute Genau. Zwischenstufe, ne? Genau. Kann man ja nicht anders sagen. Und ich glaube, dann war Hinderer erstmal zu Ende. Okay. Und dann kam wieder so originales CT Ja. mit den dreien hier. Ich Ja. glaube, angefangen hat es mit dem kleinen, weil es Ja. einfach günstiger war. Auch das war mal assisted. Auch die Feder habe ich ausgebaut. Und das sind ja noch die alten Ken Onion Design. Hat es dich wirklich aktiv gestört, wenn du sagst, du Ja. hast sie nicht mal genutzt? Trotzdem, also zum Ja. Zuhause Ja. spielen, flippen, was auch immer, da hat es dich trotzdem genug gestört, um Weil das auszubauen. es schon aus der Phase war, wo ich Metal Complex geguckt habe Ah, und für okay. ihn assisted Geht gar nicht. Schrott Ja, war ja. und dachte ich mir, gut, das muss für mich jetzt auch sein, dann habe ich es ausgebaut. Ja, es ist So. krass, wie viel Einfluss solche Kanäle Genau, dann gehabt haben, genau, ne? genau. Die beiden habe ich beide gebraucht gekauft. Mhm. Das heißt, die haben auch halt Tragespuren drauf. Ich habe Ja. es nicht benutzt, kommt vom Okay. Vorbesitzer. Für mich war es in Ordnung. Das war günstig, das war nicht günstig. Ich meine, da habe ich die Feder nicht ausgebaut. Da habe ich die Feder drin gelassen.
weil da dachte ich mir, komm, ich werde es eh nicht benutzen, dann kann es auch drin bleiben. Ja, aber auch einfach Klassiker, ne? Ja. Also muss man ganz klar sagen, Ja. Klassiker, die auch wenig überraschen. Das hat mich jetzt auch wenig überrascht, dass du sowas dabei hast. Ja, Aber ja. auch immer noch cool. Also das Ja. sind auch Messer, wo ich sagen muss, die würde ich auch, wenn ich sie jetzt gerade zu einem guten Preis finden würde, auch immer noch überlegen, wenigstens mal zu kaufen. Weißt du, wie ich meine? Witz, schön ist ja, dass das Modell jetzt neu rausgekommen ist von Zero Tolerance. Da haben sie Ja. jetzt neu gebaut mit Magna Cut. Also man kann das so wieder kaufen. Vor allem dann mit Magna Cut, ist geil, Ja, ne? genau. Es Also das ist. heißt auch für die Marke selber Genau. ergibt dieses Modell immer noch Sinn, ne? Genau. Sonst würden sie das ja nicht machen. Ja, sie haben halt gemerkt, es war ja hier wirklich, das war der richtige Brecher. Die beiden, dann das kam ja irgendwann später erst wieder so als. Wir wollen wieder zurück in diese Richtung. Ja, und jetzt sind sie mittlerweile wieder bei kleinen, leichten Sachen. Ja, das wechselt ja ähnlich wie beim Smartphone, sage ich Ja, mal, ne? es wünschen sich halt viele wieder dieses Overbuild, große Folder, so wie das jetzt hier. Ich glaube, ein oder zwei große Messer kommen auch von dir noch gleich, ne? Ja, Also so von anderen ein Marken. paar große werden da noch kommen. Ja, stimmt, hier ist die Da Feder ist die Fähre drin. noch drin, Genau. genau. Ja. Auch Gebrauch gekauft, auch sehr günstig Gebrauch gekauft. Da bin ich nicht traurig drum, das damals mitgenommen zu haben. Nee, glaube ich. Gerade wenn man jetzt sieht, was das, wie das gesucht und wie das, ne, nachgefragt Wir wird. haben gerade schon mal kurz drüber geredet, so Thema Verkaufen. Bist du auch nicht von Überhaupt nicht. belastet, ne? Überhaupt nicht. Alles, was hier reinkommt, bleibt bis auf ganz, ganz kleine Ausnahmen hier Ja, drin. verständlich. Ja. Ich kann das auch nicht. Nein, Also, nein, nein. wie du schon sagst, du hast ja auch eins mal verkauft und das bereust du. Ich weine ihm hinterher. Ja, das ist Ich so. weine ihm Ja, hinterher. so ist das. Jetzt kam eins, die beiden kamen recht gleich. Das ist das Wildeste. Von deinen CTs meine ich jetzt. Ja, von den Ja. CTs ist es das. Das hat ja damals dann den GTC Flipper mit eingebaut. Yep. Das heißt, er verschwindet auch hier schön im Frame. Ja. Hat was. Ich verstehe jeden, der sagt, es sieht wild aus und auch hässlich. Wild ist es. Wild ist es auf jeden Ja. Fall. Hässlich ist es in manchen Augen. Ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist abstrakter Es einfach, ist ne? abstrakt, Ja. genau. Aber da muss man auch, wenn du es gerade mal offen lässt, das ist jetzt auch nicht das 0815 Nein. Taschenmesser-Design. Das Ja. muss man auch mal Zero Tolerance lassen. Das ist natürlich nochmal ein Step further, Ja. aber das ist auch schon Ja. wild. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und ich Absolut. finde deshalb irgendwie passt es auch trotzdem sehr gut da rein und Genau. fällt nicht negativ Nein. auf. Ich meine, es sind auch so schöne Details. Hier mit dem Floating Backspacer, das ist Yep, schön. der ist cool. Der Klingenschliff ist zwar wild, aber er ist auch sinnvoll, gerade durch hier vorne die Tipp, das ist gut zu nutzen. Ja, wie du Es schon sagst, man kann verstehen, wenn da jemand was dagegen hat, ja. aber interessant genug ist es alle Male, Ja. ne? Das kann man nicht anders sagen. Allein schon so ein Flipper-Tab zu haben in der Sammlung, allein dafür ist es ja schon wirklich, Ja, lohnt sich ja, schon, ne? ja. Das ist cool. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder mega, also was heißt wieder? Das ist jetzt gerade voll in Mode, ne? Wenn ich mir angucke, wer das jetzt gerade alles baut mit Flipper-Tab, der dann wieder verschwindet, Ja. das ist schon cool. Ja. Macht schon was her. Und dann kam das O200. Das ist Yep. ja der Bruder, sag ich mal, zum Tiger Stripe. Gebrauch gekauft im Neuzustand. Also. Die sind ja beide jetzt hier von 07 und von 07, also schon etwas älter. Und dafür das hier in dem Bestzustand. Wirklich gar keine Nutzung, nix. Das kam, Vitrinenstück quasi, ja. genau, das kam sogar noch mit einer ganzen Tüte extra Schrauben. Ist nochmal alles dabei, an Achsschrauben und an Bodyscrews, alles mit dabei. Falls es vom Rumliegen Genau, ich verschleißt. habe es auseinandergenommen und seitdem Hast du's? läuft es halt auch. Ah, schön. Ja, Ja, genau. Und cool. seitdem habe ich es. Und das ist auch eins der Messer, die wirklich am besten in der Hand liegen. Das ist so, wenn das in der Hand liegt, da tut sich gar nichts. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Obwohl es so, ja, so ausladend Ja, aussieht, ja, ne? ja. Aber da merkt man mal, Ja. wie ein Messer designt werden kann, damit es Ja. funktional ist, ne? Das Absolut. ist schon wahnsinnig. Ja. Und was ich auch sagen muss, das ist kein Cold Steel. Das heißt, für die Größe ist es gar nicht mal so schwer. Also Ja, man merkt, ja. dass das was hat, ne? Das ist Ja. kein 95 Gramm Messer, aber Ja, das könnte auch ein halbes Kilo mehr wiegen. das stimmt, das So ganz stimmt. theoretisch jedenfalls. Genau. Ja, das ist schon cool. Hat was. Ja, und dann? Ich glaube, dann kam noch mal, das ist ja eine ganze Weile her, dass sie gebaut worden sind. Ja. Das wurde dann gemacht, um wieder zurück in diese Brachiale Schiene zu kommen. Overbuild genau Szene zu kommen. Hat auch geklappt, Hat auch geklappt, hat ne? auch geklappt. Viele waren sehr kritisch dem gegenüber gestimmt wegen dieser Öffnung hier vorne.
Es könnte ja Dreck in die Achse kommen. Und es Klar. ist ja, weiß ich nicht, also Ja, stimmt auch. Kann stimmt aber hier auch. auch. Ja. Ne? Also zu denken, dass das ein hermetisch abgeriegeltes System ist, nur weil da kein Durchbruch Ja. in der Griffschale ist, ist ja Ja. auch Quatsch, wenn wir mal Ja. ehrlich sind. Ne? Ist ein eigenes Design von Zero Tolerance, ne? Kein Ja. außenstehender Designer hinterlegt. Ja, musst du dann für dich dazu holen, Irgendwie ne? hat's was. Ja. Dann Lynch Deep Carry Clip drauf. Yep. Und ab geht's. Irgendwie muss es dabei sein. Ich war am Anfang sehr überrascht, wie schwer der Detent ist und wie klein auch der Flipper ist. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man es, dann geht's. Ergibt aber Ne? auch irgendwie dann auch wieder Sinn, Ja. ne? Also weil er einfach auch gut funktioniert. Ja. Und ja, du musst dir ein bisschen Mühe geben, Ja. aber Jimping auf dem Flipper-Tap Ja. hat noch keinem geschadet, ne? Nein. Ah, guck mal, jetzt pinche ich mir hier selbst den Framelock. Ja, Wenn genau. man das nicht macht, dann geht's. Der ist natürlich auch was größer jetzt in dem Fall. Läuft butterweich, Ja, das sieht auf jeden schick Fall. aus, Ja. ne? Schmeichelt auch Ja. wieder der Hand. Extrem cool. Ja, und jetzt kommen wir zu den absoluten Klassikern. Hinderer ist wieder Jetzt kam zurückgekommen. Hinderer Ja. voll zurück und dann Ja. war auch kein Halten mehr. Ja. 562. Genau. Aber Und Full Thai, ne? aber Full Thai, Ja. das musste sein. Okay. Und das hier war 0393 in der GLCF-Variante, heißt Carbon leuchtet nachts. Das ist Geil. diese Glow in the Ja. Dark Edition, heißt Eclipse. Genau. Und da war ich auch zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann bekommen hatte, voll zufrieden mit. Das auch dann ein Hinderer Clip dran. Ja, Der sehe hatte ich. vorne nämlich diesen schwarzen Clip, der wirklich nicht schön war. Also Okay. habe ich mir extra den in Working Finish gekauft. Ja. Der passt zur Klinge, der passt zum Lock. It's a match, auf jeden Fall. Absolut. Auch cool, dass es kompatibel ist, ne? Oder da Genau, musst du nichts das ist das nacharbeiten, ne? Schöne, dass das halt passt. Ja. Und es hat erstmal so den Eclipse, ja, dass der Eclipse ersetzt, aber nicht für War das lange. zu der Zeit einfach nicht zu haben oder war es für dich finanziell, Zu hattest du der keinen Bock? Zeitpunkt war es finanziell für mich Okay. einfach schwierig, Ja. genau. Ich meine, die sind ja auch schon nicht günstig, aber so ein Eclipse kostet mal das Doppelte. Klar. Und. Ja, manchmal, manche kaufen ja tatsächlich auch CT, weil nicht lieferbar. Ne? Das geht ja auch. Ja. Man muss aber auch ganz klar sagen, es sind ja die wenigsten, die dann nicht trotzdem noch ein originales Hinterer kaufen. Ja. Aber ich kenne auch keinen, der sagt, er bereut es krass. Weil die Dinger auch Die sind trotzdem geil super. Nein, sind. die sind Ne? Die super. sind Ja. einfach Ja, cool. absolut. Muss man ganz klar sagen. Ich bin auch wirklich zufrieden mit dem Messer. Das Ja. läuft super schön. Dieses Glow in the Dark ist cool, wenn man das da mal nutzen würde. Ja, braucht man. Unbedingt. Ist wichtig. Unbedingt. Können wir gucken, ob wir das ans Leuchten Ja, bekommen. das schauen wir mal. Ich habe hier, glaube ich, sogar irgendwo eine Taschenlampe. Dann musst du dein Handy nicht benutzen. Nicht allzu weit weg. So, gucken wir mal ganz kurz. Das müsste eigentlich recht Müsste gut. reichen, ne? Ja. Ja. Das ist schon cool. Nochmal ist wichtig. Das ist schon wirklich, ja, das ist wichtig und das hat was. Doch. Ja. Ist auch ein gutes Leuchtmittel, glaube ich, Ja, ne? Also ja, es leuchtet ja. relativ lang, Ja. das kann man sagen. Ja. Auch das sehr Ja, absolut. wichtig. Ja, Und und dann der absolute Godfather, ja, ne? das war halt, um das XM18 zu ersetzen, erstmal. Super. Ne. Und Full Thai, wie Full gesagt. Thai gab es ja in. Carbon Fiber, glaube ich. Und ich glaube G10. Oh, das weiß ich gar nicht. Das bin Aber ich jetzt nicht ja. sicher. Aber Carbon Fiber auf jeden Fall. Klingt sinnvoll mit dem G10, ja. Aber Titan war halt. Musste sein. Musste sein. Ja. Es läuft schön. Ich war, als ich es bekommen habe, habe ich mir erst gedacht, weiß ich nicht. Irgendwie. Aber es war dann irgendwann, hat sich angefreundet Ja, damit. ich glaube, das ist auch dann. Ja. Man muss auch immer gucken, was man erwarten darf, was fair Ja, ist. ja, ja. Und das hier ist nicht umsonst so beliebt gewesen. Ja, Ne, das kann man auch. Und auch hier wieder kenne ich wenig Leute, die sagen, das war ein Fehlkauf. Also ist es nicht. nein, überhaupt nicht. Die Handlage ist sehr, sehr vergleichbar. Es kommt überall sehr, sehr dicht dran an das normale XM18. Genau. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ist Genau. auch heute noch ein Ding, würde ich empfehlen. Ohne dass ich selber besitze, das würde ich empfehlen, weil Absolut. das ist cool. Ja. Ne? Gerade für, wenn man das. Du kriegst ja Hinderer momentan nicht. Also du Ja, gibst und wenn du es ganz kriegst, dann bist du selten. bei 550 Euro. Genau, Punkt. genau. Egal, was du Ja, kriegst. Ne? genau. Und selbst wenn du Battle Blue nimmst, wenn es keiner haben will, Ja. kostet trotzdem 550 Euro, weil irgendwer will es. Ja. Und die werden verkauft. Das ist einfach Die so. kommen immer weg. Ja. Ja, schön. Schöne CT-Familie auf jeden Fall. Sehr cool. Ja. Stay classy, haben sie gesagt.
Sie haben auch gesagt, es ist alles gut und du bereust nichts. Und sie haben auch gesagt, Lockstick ist gar kein Problem, ne? Aua. Ja. Ist so gekommen, ist nicht besser geworden. Kam mit den blauen G10-Griffschalen, ja. Ist ja die S110V-Variante. Ja. Die sind runter, dann ist Flytanium drauf und der Lockstick ist geblieben. Okay, also der Lockstick kam aber auch ab Werk. Ja. Ja. Und dann hat man so überall mal wieder nett im Forum geschrieben, sage ich jetzt mal vorsichtig, das geht schon weg, genau, musst du einfach mal ein bisschen benutzen und das tut ja wirklich der Seele weh. Ne? Also wenn man es langsam aufmacht, ist es weniger, aber er ist nicht okay. Also er wird nicht... Einfach nur mal zum Testen, ganz langsam, ganz zart und jetzt, ja, man hört ihn immer noch. Aber er ist immer noch ist da. Kein Vergleich zum Aufwerfen, absolut, ja. Aber ja. Ja, ist einfach schade. Ja. Ansonsten? Super. Wenn ich, ein Messer tragen dürfte in Deutschland, dann wäre es das. Ja. Weil es einfach nicht zu schlagen ist als, EDC. Als EDC. Ja. Was sagst du zum Para 3? Hast du eins? Ich weiß nicht, ob gerade noch eins kommt. Ich habe kein Para 3, ich habe nur Para 2. Ja? Es heißt ja immer, Para 3 ist dann fast schon besser, weil es halt noch ein bisschen kleiner ist. Kompakter? Ja. Da ich nur das habe, wäre es für mich das Para 2. Ja, ne? Okay. Und das Para 2 ist ja auch... Ich will nicht sagen das, aber eins der... Es ist Top 10 ne? Für fast jeden. Genau. Selbst die, die es nicht mögen, können dem gewisse Sachen nicht absprechen. Genau. Das ist einfach so. Ich meine, die Action ist super. Also das, klar. Das kann man nicht... Das ist kaum zu schlagen. Nur von Kork. ja, daran liegt es nicht. Ja, schade. Aber der Lockstick tut halt schon... Ja, der ist wirklich böse. Ja. Ja, hey, so ist das. Das möchte einfach offen bleiben. Das möchte offen bleiben. Ja. So, jetzt ist es zum zweiten Mal heute, würde ich sagen, lebensgefährlich für dich. Einfach, weil ich haben will, was auf den Tisch liegt. Nein, alles gut. Erzähl, welches war zuerst für dich da? Jetzt das nicht auf dem Markt, sondern für dich. Welches hast du zuerst ergattern können und wo vielleicht? Das 20.5, das jetzt hier war zuerst da. Mhm. Das war einfach da. Das war in Deutschland verfügbar. Das war günstig. Hast du sofort zugeschlagen. Sofort zugeschlagen. Ja. Hab's dann neu geschliffen, hab dem auch eine Bowie-Klinge verpasst. Das war ja vorher ein ganz normales Drop-Point. Okay. Ja, also der Rücken ist ja auch jetzt poliert und ja, Bowie-mäßig, genau. Hast du selber gemacht, okay. Habe ich selber gemacht, weil es hatte irgendwann mal jemand im Forum sein Dem-Bowie vorgestellt. Und da dachte ich mir, das musst du unbedingt haben. Geiles Ding. Und dann wurde das sofort gekauft. Ist die erste Version, sage ich mal, noch mit dem einfachen Stahl. Ja. Ja, das, dadurch war es günstig. Ja. Das gibt es ja jetzt mittlerweile bei jedem Drop mit jeder Klingform und jedem Klingenstahl. Ist standardgemäß, standard so geblieben. Keine neuen Griffschalen, weil es dann irgendwann ist es eskaliert. Ersetzt worden ist. Ach, an Sharklock muss man sich auch gewöhnen. Ne? Ja. Wenn man das nicht täglich hat, dann... Ja. Ja, das ist Big Boy. Das ist der Big Boy, das ist der ganz Big Boy. Das ist nicht das ganz normale Demcore AD20, nicht das S, das normale. Ja. Ist noch aus der ersten Serie, wo der Klingenstahl hinten eingeritzt, sage ich mal, ist. Wenn man den Lock aufmacht, sieht man auf dem Rücken das 20CV. Ganz, ganz fein, ganz dünn. Ich muss nur gucken, wann es kommt, weil ich weiß es vorne, nicht. Da drin steht es. Hier vorne. Ach da. Genau. Ja. Ne, da steht 20CV ja, drin. Ja, okay. Wirklich händisch ist das? Händisch, wirklich händisch eingeritzt, sage ich mal. Irgendwann wurden sie eingraviert dann jetzt mittlerweile. Ja, klar. Kannst ja nicht mehr. Kann man nicht mehr hinterher. Ja, ja absolut. Stark. Das hat jetzt die OG Titangriffschalen. Ich hatte es damals gekauft mit G10. Mit diesem Camo G10. Die habe ich dann runtergeschliffen auf Jade. Also ich habe jetzt noch so Jade-Griffschalen dafür. Aber ich wollte immer das Titan haben. Ja, man volle Hütte. Ich wollte das Titan haben, da habe ich die gekauft, in Amerika bestellt. Oh Gott, es tut mir leid. Schwierig so, bei dem. Mein Gott, da rutscht man aber auch. Ja, ja, ja. Ja, Schlag. Ja gut, ich bin eh nicht so der krass Begabteste, was Flippen angeht, aber... Das ist schon schön. Das ist schön. Ne? Den Lynch-Clip noch drauf. Ja. Schön dünn passend. Schön dünn passend, genau. Und macht einfach was her. Ne? Einmal alles poliert. Jetzt ist das seitdem auch wirklich schön. Das läuft wirklich, wirklich, wirklich schön. Wenn man es bedienen kann. Fehlerfrei. Ja. Ja, ach, das ist schon geil. Aber eine Klauskante dran, ne? Es ist, wie es ist. Ja. Stört mich persönlich jetzt auch nicht so krass. Ja, aber ja. Kann ich verstehen, gerade bei einem Messer in der Preisklasse. Ja, dass man sich einfach sagt, muss das sein, muss das nicht sein. Die Preise, die da jetzt aufgerufen werden. Ja, ist Wahnsinn. Ich meine, man findet es auf dem deutschen Markt eh fast nie. Genau. Wenn man jetzt mal das volle, das AD20 nimmt und nicht das 20.5, das findet es ja fast gar nicht. Und ich war auch sehr überrascht, dass ich das damals gefunden habe. Hat mir ein netter Herr aus Finnland geschickt. Cool.
Das heißt, ich musste auch nicht irgendwie noch groß Zoll oder sowas bezahlen oder Einfuhraufgaben. Und damit war das, ja. Dem muss halt irgendwann das 8015 folgen. Ne? Das ist ein Ding, was du auf jeden Fall noch suchst. Ja. Ja, hier, falls man es nicht genau sehen kann, hier im Liner drin steht nochmal, was steht drin? Demco, 8020. Und dann OG irgendwann für Original Gold als Schalenhersteller. Mega. Komplett aufpolierte Griffschalen, die waren vorher ein bisschen... Ja, so langsam, aber sicher merkt ihr, geht's wirklich ins Eingemachte. Viele, viele spannende Modelle dabei gewesen, meiner Meinung nach. Um eine bin ich wirklich jetzt schon schwer neidisch. Und ich kann euch sagen, last but not least, nächste Woche Sonntag mit Teil 3 geht noch mehr. Da legt der Max noch eine Schippe drauf. Es ist beachtlich, was da noch zum Vorschein kommt. Also The Knife Pub abonnieren, Glocke an. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf Teil 3. Schreibt bitte in die Kommentare, welches der Messer heute euer Lieblingsmesser war. Max würde sich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer Danke zu sagen, Max, dass du hier gewesen bist für diese coole Aktion. Und ich danke euch natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt bei The Knife Pub. Ciao.